Heute Turtle Rugby Interview mit Tom Schilling, Außendreiviertel vom RK03 Berlin. Tom, heute ganz wichtiges Spiel gegen Hannover 75 und ein sehr guter Sieg, 27-3, ziemlich überlegen. Wie hast du den Spiel gesehen? Ja, wir haben uns am Anfang auf jeden Fall gesagt, wir wollen hier auf jeden Fall nie gewinnen. Nie gewinnen, das war unser einziges Ziel heute. Und war auf jeden Fall am Anfang ein sehr ausgeglichenes, knappes Spiel. Im Endeffekt waren wir mit unserem Sturm überlegen und konnten somit das Spiel der Mannschaft ein paar gefährliche Angriffe schaffen. Da hast du ja selber auch deinen siebten Saisonversuch heute gelegt. Wie kannst du deine Leistung heute allgemein einschätzen? Ja, also was halt auch von unserem Trainer gesagt wird, dass immer wenn ein Kick ist, immer dabei sein, immer chasen, immer versuchen, die Gegner zurückzusetzen. Und ich denke, somit haben wir auch heute mit unseren beiden Ecken und dann super Schluss. Der Jan hat echt super Arbeit gemacht. Super Kicks, konnten wir super nachsetzen. Und so ist auch die Versuche entstanden. Warst du jetzt bei den Siegersnachmannschaft bei dem Turnier in Mercy dabei und jetzt auch wieder beim Lehrgang wieder nominiert fürs nächste Wochenende? Was hast du da vorgenommen für die Zukunft? Ja, ich werde auf jeden Fall eine super Sache. Da ist ein Kind super Typ. Ist top. Und ich will da auf jeden Fall mein Bestes geben. Und was geht und wir haben jetzt aber auch ein ganzes Ziel von mir. Super, Tom, viel Glück dazu.